Selbstbestimmt ist Ungarn kein Ort, an dem menschenwürdiges Asyl gewährt wird. Ganz bestimmt nicht, ganz bestimmt nicht. Aber was auch mal klar und deutlich gesagt werden sollte, es gilt auf dem Papier immer noch das Dublin-III-Abkommen. Und das besagt, dass Asylsuchende einen Antrag nur in dem Land stellen können, das sie als erstes betreten, innerhalb der EU. Und was glauben Sie, welche Länder an diesem Abkommen das größte Interesse hatten? Genau, die Länder in der Mitte Europas, Deutschland und Frankreich. Bis weit in dieses Jahr hinein hat Deutschland immer wieder betont, wie wichtig die Grenzsicherung ist und dass das Dublin-III-Abkommen gilt. Und Deutschland, muss man sagen, hat die Länder an der EU-Außengrenze ziemlich lange hängen lassen. Italien, Spanien, Griechenland oder auch Ungarn. Und jetzt nur, weil wir vor ein paar Tagen angefangen haben, die Tür zu öffnen, sind wir plötzlich die Guten, die die gesamte Last schultern. Das ist auch so, als wenn Ihnen Ihr Freund beim Umzug hilft und alleine eine schwere Kiste bis in den 5. Stock schleppt und auf der allerletzten Stufe, da kommen Sie und sagen, ja, lass mich auch mal tragen. Und dann tragen Sie unter großem Applaus die Kiste dann eine Stufe bis in die Wohnung und sagen, hätt's ruhig mal mit anpacken können. Ja. Natürlich gibt es auch in Deutschland Politiker, die ziemlich genau auf der Linie von Viktor Orban liegen, zum Beispiel große Teile der CSU. Haben Sie die Bilder gesehen, als die Flüchtlinge in München empfangen worden sind mit Applaus und Luftballons am Bahnhof? Es gab einen ganz dicken roten Ballon, der war sehr dick und sehr rot. Und ich dachte, was ist das für ein Ballon? Habe ich genau, dann sah ich irgendwann, das ist der Kopf von Horst Seehofer, der sich so aufgeregt hat. So angeschwollen, Frau Roth. Mann, sauer. Richtig sauer. Ne, es ist ja so, der CSU gefällt gar nicht, was Merkel da gerade macht. Die CSU setzt weiterhin auf Stammtischparolen.